In diesem Video geht es um die Simulation der Hystereseverluste einer Spule mit Eisenkern. Wie so etwas aussieht, schauen wir uns direkt einmal in PSPICE an. Für die Simulation benötigen wir also zunächst einmal eine Spule. Da nehme ich hier diese Induktivität, drehe sie einmal. Und durch diese Spule schicken wir nun einen Wechselstrom, sodass wir anschließend auch die Hysteresekurve sehen können. Dazu nehmen wir einfach einen sinusförmigen Wechselstrom. Die Stromquelle schließe ich einmal an die Spule an. Noch einmal einen Masseanschluss. So, ein Offset brauchen wir nicht für die Spule, den setze ich mal auf 0. Dann eine Amplitude von 2 Ampere. Und die Frequenz setze ich mal auf 50 Hertz. Sodass wir hier einen sinusförmigen Strom durch diese Spule schicken. Und diese Spule können wir jetzt mit einem Eisenkern ausstatten. Dazu gehe ich hier einmal in die Bibliothek Magnetic. Und wähle mal diesen Eisenkern hier. Das ist ein Eisenkern für eine Ringspule mit einem Außendurchmesser von 102 mm, einem Innendurchmesser von 66 mm und einer Höhe von 15 mm. Diese Angabe, die benötigen wir nachher noch einmal in der Simulation. Und im nächsten Schritt müssen wir diesen Eisenkern mit der Spule koppeln, das heißt diese Windungen der Spule quasi um diesen Eisenkern wickeln. Dadurch ändert sich natürlich die Induktivität, das heißt hier in dem Wert für L1 geben wir auch nicht mehr die Induktivität in Henry an, sondern die Anzahl der Windungen, die ich jetzt hier einmal auf 20 setze. Das heißt, wir wickeln 20 Windungen um diesen Eisenkern und diesen Eisenkern schauen wir uns hier einmal an. Dieser Eisenkern kann mehrere Spulen koppeln, miteinander koppeln. Hier sieht man, man hat die Möglichkeit, 6 Spulen hier anzugeben, die dann magnetisch gekoppelt sind. Und die Spule, die wir gewählt haben, die hatte die Bezeichnung L1. Das heißt, für die erste Spule tragen wir dann auch unsere Spule L1 dort ein. So, damit wäre die Schaltung im Prinzip schon fertig. Die Spule mit 20 Windungen ist gekoppelt hier mit diesem Eisenkern und wir können die Schaltung einmal simulieren. So, und ich möchte jetzt zur Anzeige der Hysteresekurve eine B über H-Kurve haben. Das heißt, auf der X-Achse die magnetische Feldstärke H und auf der Y-Achse die magnetische Induktion B, also die Flussdichte. Ich wähle also erstmal die X-Achse aus. Da möchte ich meine magnetische Feldstärke H haben. Und dann auf der Y-Achse, das kann ich jetzt als Trace entsprechend auswählen, meine magnetische Flussdichte B. Und dann sehe ich hier auch die Hysteresekurve. Das heißt, zunächst einmal ist der Kern nicht magnetisiert. Und ich bekomme hier diese neue Kurve und beim Entmagnetisieren habe ich letztendlich diese Hystereseschleife und nach der Neukurve wandert letztendlich diese Kurve immer auf dieser Hystereseschleife hin und her. So, damit habe ich schon die Hystereseschleife gezeigt und zum Aufbau dieses Magnetfeldes, dieser magnetischen Induktion, habe ich die Hystereseschleife und entsprechend auch magnetische Verluste. Und diese magnetischen Verluste entsprechen dem Integral hier über diesen Kurven, also letztendlich den Flächeninhalt, den ich hier entsprechend in dieser Hystereseschleife bekomme. Und den kann ich berechnen lassen mit PSPICE, indem ich auf Tools, PSPICE Calculator und dann Hysteresis Core Loss gehe. Und da habe ich letztendlich die Möglichkeit, diese Hystereseschleife berechnen zu lassen. So, der Kern ist bereits ausgewählt. Das ist der Kern K1. Für die Startzeit
muss eine Zeit angegeben werden, in dem ich stabile Verhältnisse habe. Ich habe eben schon gesehen, ich habe hier oben die Neukurve. Das heißt, die Kurve beginnt beim ersten Mal hier im Nullpunkt und läuft dann entsprechend dann anschließend auf diese Hysteresekurve. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel hier unten links beginne, dann habe ich einen stabilen Zustand. Das heißt, wenn ich eine Frequenz von 50 Hertz habe, eine Periodendauer von 20 Millisekunden, dann habe ich entsprechend 5 Millisekunden bis hier oben, 5 Millisekunden bis da unten. Dann bin ich bei 15 Millisekunden da und dann habe ich entsprechend auch die stabile Hystereseschleife erreicht. Das heißt, ich trage hier mal eine Zeit von 15 Millisekunden ein. Dann muss ich hier das Volumen des Eisenkerns eingeben. Dazu gehe ich noch einmal zurück zum Schaltbild. Und wenn man sich hier die Werte anschaut, 102 mm Außendurchmesser, 66 mm Innendurchmesser, 15 mm Höhe, dann kann man entsprechend das Volumen ausrechnen. Und das habe ich hier bereits gemacht. Und das habe ich hier bereits gemacht und das sind dann 71.251,321 Kubikmillimeter. Die Endzeit wird hier mit 150 Millisekunden vorgeschlagen. Man sollte mindestens drei Durchgänge durchführen und 150 Millisekunden, das sind bisschen mehr als 7 Durchgänge, also reichlich. Und wenn ich jetzt auf Calculate drücke, dann sehe ich hier, ich habe hier einen Verlust von 4,61 mal 10 hoch minus 2 Watt.